So, was jetzt kommt, ist klassische 2 von 10 Nummer. Und dann kommt Beckmann und sagt Schwanzrap 3000 und alles ist gerettet. Okay, ich bin gespannt. Also ich kann wirklich auch jetzt bei den Folgen eben, ich muss sagen, und auch diese Let's Talk-Videos, ich hab die nie wieder gesehen. Ich habe die damals selber geschnitten und die Songs, die, da kenne ich auch immer noch viele Passagen, weil ich halt die Songs alle tot gehört habe. Ich habe die halt alle gemixt, gemastert. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Ewigkeiten mit jedem einzelnen Part verbracht. Aber trotzdem ist es Jahre weit weg. Und auch mit dem Visuellen und so, das ist alles nicht krass in Erinnerung oder so. Ich würde sagen, wir legen los. Ach so, warte ganz kurz, bevor wir loslegen. Mundmische haut 5 Euro raus. Malte. Du alter Ganove. Dankeschön an die Mundmische, die jetzt auch bald auf Twitch gehen wird. Merkt euch diesen Kanal schon mal vor, meine lieben Freunde. Dankeschön für die 5 € Donation. Super, super geil. Ihr kriegt auf jeden Fall ein fettes Paket zurück. Ja, und ich würde jetzt sagen, wir legen los mit der nächsten Folge. Also, wir haben dabei Zwiebel, Damage, Kefnox, Captain Jenny, eine Legende aus dem Chat, Mr. Wox und Happy Beckmann. Muss man sagen, von den Namen wirklich X Sigi haut 15 € raus. Vielen, vielen Dank. Übrigens, Mundmische hat Kiko Shit dazu geschrieben. Das finde ich ein Träumchen. Sigi, vielen Dank für 15 €. Mega geil. Bleib so. Grüße aus Nürnberg. Der Hirsch ruft. Ha, cool. Ja, im Hirsch. Da bin ich, glaube ich, einmal bisher aufgetreten. Ich weiß nicht, ob nochmal. Aber wenn er wieder wirklich ruft, dann sind wir auch da. Und neue Sachen kommen. Pimpf ist gerade sehr stark am Machen. Ich habe mit ihm ein paar Sachen auch gemacht. Und ja, für mich wird es ja auch mal neben dem Getwitche dann auch mal wieder Zeit, mal wieder einen Song zu machen. Vielen Dank für deine Donation, Xigi. Ach, übrigens, dazu kann ich eine Sache sagen. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann wird dieser Stream heute dafür sorgen, dass ich Affiliate bin bei Twitch, weil das ist mein 7. Stream und man muss 7 gemacht haben, um das zu werden. Und alle anderen Rahmenbedingungen habe ich meines Wissens nach erfüllt. Demzufolge mit diesem Stream heute sind wir dann Affiliate und dann kann man auch subben und ich kann irgendwelche Special Smileys machen und VIPs ausstatten und so. Ich werde mich in die Materie auf jeden Fall reindenken und dann werden auch natürlich Donator noch mehr belohnt. Und dass wir nicht eine Zwei-Klassengesellschaft haben, machen wir Aktionen, die auch alle betreffen, ja. Nee, auf jeden Fall richtig geil. Kann ich auch als Zwischenfazit sagen. Super, super geil, dass ihr alle so am Start seid. Es macht mir auch einfach mega Bock. Ich weiß jetzt zweimal die Woche. Ich hab wieder so neben meiner Arbeit ein richtig tolles Hobby. Und das ist geil. Das ist verdammt nochmal geil. Und gerne wird es auch noch mehr werden. So, und jetzt reicht's auch mit Gelaber. Ich mache jetzt hier die Zwiebel an mit Part 1 und wir gucken mal, was da so rumgekommen ist mit der Zwiebel. Genau, und alle Nicht-Subs kriegen Kasselverbot. Genauso ist es, Jack. Also gottverdammt nochmal, ihr müsst dann subben. Weil wer will sich schon ein Kasselverbot erlauben, ne? Auch schöne Szene hier im Intro, ne? Da wird der Becher weggekickt, weil es ja auch echt assi aussieht, wenn er am Becher liegt. Aber er wird halt leider nicht aus dem Bild gekickt, er liegt da immer noch. Ne? Vielleicht wollte ich ihn auch eigentlich nur noch besser platzieren, dass wir wirklich assi sind. Hi Bitch, das ist Zwiebel mit dem reichsten Verse, seit du Rap hörst. Mic check, Nike Air Sun, heiß wie ne Herdplatte. Brenn ich dich ohne nur einmal Luft zu holen, kaputte Leertaste. Packe dieser Spinner mit dem Captain Cap, fick jede Dreckso weg und schreib den Text im Bett. Ich geb'n Fick auf deine Message, Rap wie's mir recht ist. Hauptsache Swag, Bitch, traffic. Damages, Raps auf Beats, sie harmonieren und nicht mehr. Aber du sagen die Leute, ich hätte es da. Allüren nicht, aber nur Talent, wie die Jungs vom BVT. Wurde der KBU Connect. Ich finde es doch okay, wenn du rappst. Hauptsache du hatest nicht rum. Das ist ohne Grund, mich oder Heine, der gerade erwähnt den Jungs. Sonst kann's passieren, dass ich deine Stimme penne. Auf stumm schalte, denn Adem bin ich gut, sogar sehr wie Magda Cum Laude. Wir zeigen, was wir drauf haben, zeigen am Mike die Skills. Schreib. Sorry, dass ich lache. Es ist halt sogar, wir zeigen, was wir drauf haben. Zeigen am Mike die Skills. Ja, wie gesagt, das war für uns selber schwer. Ne? Ich fand jetzt die beiden Parts übrigens, ich habe es nicht gestoppt. Ich fand die beide so ganz nett, ganz. Also fand die gut. Aber jetzt nicht krass hervorhebend. Ich finde aber auch nach meinem persönlichen Geschmack ist der Beat einer der schwächeren dieser Mic-Check-Reihe. Also.
da gab es krassere Bretter einfach. Und ja, die Hooks sind natürlich immer lyrisch auf allerhöchstem Level gewesen. Ja, aber ist so ganz nett, ne? Ich werde es so zum Nebenbei hören, aber es ist nicht so der Banger bisher, wo ich sagen würde, ja, Mann, gib ihm, aber dabei zeigen sie doch die Skills. Was du willst, wir bleiben gechillt. Denn am Ende wird man sehen, die Besten bleiben bestehen. Es ist an der Zeit für schlechte Rapper, das Mic beiseite zu legen. Wir zeigen, was wir drauf haben, zeigen am Mic die Skills. Schreib, was du willst. Hier original Babassat, ne? Ja. Ja. Babassat. Zeigen am Mic die Skills. Schreib, was du willst, wir bleiben gechillt. Denn am Ende wird man sehen, wer es weiterbringt. Du kannst ganz gut reimen, aber weiter nichts. Das ist Hannover, Player, wenn noch irgendjemand Einwände hat. Mach mal nicht auf Oberlehrer, du musst einsehen, das wäre dein großer Fehler, Mann. Ich bringe dich einfach unter die Erde wie ein Totengräber. Also komm mal klar, ich liefer die Bombenparts 24-7, so von Freitag bis Donnerstag. Und das kannst du bei Facebook posten, deine Freundin like, dann ist die Welt in Ordnung. Hallo, spendest du mir heute einen Applaus? Dann richte bitte später deiner Freundin einfach aus, dass sie geil ist. Ehrlich, sie ist einfach ein Blickfang und das hat zu Körbchengröße. Heiliger Bimbam, ehrlich angetan von ihrem pferdelangen Haar und wie sie Kerzen gerade sagt, wie gern sie Herrensahne mag. Meinte ich zu ihr, ich bin auf jeder guten Jam zu finden. Grüße gehen an potenzielle Groupies mit besten Wünschen. Erinnert, Jenny, du erinnerst mich ja wirklich, muss ich sagen, hier optisch so ein bisschen an Dings von 257ers hier an. Wie heißt er? Wer ist denn das? Keule? Auf jeden Fall schön, ne? Nee. Jenny auf jeden Fall schön. Heiliger Bimbam. Das war ein guter Part. Diese Kerzen gerade sagt, wie gern sie Herrensahne mag. Meinte ich zu ihr, ich bin auf jeder guten Jam zu finden. Grüße gehen an potenzielle Groupies mit besten Wünschen. Deutsche Web. Oh, ja, ja. Gab's, wurde das schon öfter gesagt? An alle von denen. Ja doch, du bist irgendwie ein Mix von aus allen da. Ja, nee, ist super. Und Kevnox ist auch geil. Mach mal nicht auf Oberlehrer. Und ich glaube, er ist zu der Zeit schon Polizist gewesen. Also der Polizist rappt, mach mal nicht auf Oberlehrer. Das finde ich straight. Der kann sie es nämlich auch rausnehmen. Tränensäcke, Leberflecke. Ich bin hier der plastische Chirurg und mach, dass jeder Makel auf ewig weg ist. Von vielen Bären sieht mein Gesicht schon Brandnarben, aber dadurch setze ich meine Stadt auf die Landkarte. Ganz schön cool, alles verpackt in dem Video. Dazu eine hohe Dosis Freshness. Video M zum B, endlich geht's wieder mal heftig steil nach oben. Da sind die Werber doch alle so rot. Ich bin für das Mike geboren. Dabadadabadada. Das habe ich gar nicht verstanden, was Mr. Rockstar gesagt hat. Aber was ich zu Mr. Rock sagen kann, auch bester Mann, super, der hat einen super, super geilen Fang. Und da waren wir in der Schweiz. Für ihn sind wir in die Schweiz gefahren. Und ja, da haben wir auf jeden Fall nice gechillt. Und ja, einfach super sympathischer Typ. Alle so rot, ich bin für das Mike geboren. Hey, what's up, deine Party People angry? Komm ich einmal zu der Party, sind die Party People happy, happy back, man. Ich mach den Schwanzrap 3000. Becky ist aber auch eine Legende, oder? Also komm vorbei, ich mache mit dir auch mal einen Scheißtrack. Ein auf mein King. Rap, komm vorbei, ich mache mit dir auch mal einen Scheißtrack. Ja, das kann ich auch. Ich bin jeden Freitag vollkommen blau und der Kiko kommt den nächsten Tag zum Mic-Check. Killer. Wir zeigen, was wir drauf haben, zeigen am Mic die Skills. Schreib, was du willst, wir bleiben gechillt. Denn am Ende wird man sehen, die Besten bleiben bestehen. Es ist an der Zeit für schlechte Rapper, das Mic beiseite zu legen. Wir zeigen, was wir drauf haben, zeigen am Mic die Skills. Schreib, was du willst, wir bleiben. Stimmt, genau. Pimp musste auch gegen Wox battlen. Ich weiß gar nicht, ob das vorher oder nachher war. Ach, aber wie gesagt, Wox war super, super geiler Typ. Gechillt. Denn am Ende wird man sehen, wer es weiterbringt. Du kannst ganz gut reimen, aber weiter nichts. Ja, wie fandet ihr denn die Skills aus dieser Runde? Die Skills, aus der Runde sage ich schon. Alter, was ist los, Mann? Aus diesem Twack. Aus dem Twack. Auf jeden Fall sehr viele Skills von vielen Rappern. Ja, was gebt ihr dem Ding bewertungsmäßig? Ich glaube, das ist die erste Elf.
Aber ich finde, da waren auf jeden Fall auch individuell geile Parts dabei, muss man schon sagen. Ich finde wirklich, der Beat im Verhältnis zu anderen gerade der schwächste, muss ich wirklich sagen, von meinem Gefühl gerade bisher, von den Folgen, die wir jetzt hatten. Aber ich fand die Rapper darauf trotzdem cool. Also amüsant fand ich es in jedem Fall. Das war mit Beckmann Feature, ja, genau. Eine 7, eine 5, eine 6. 6 bester Part, Schwanzrap 3000. Nochmal zweimal eine 6. Beckmann macht die 10 allein. 9 von 10 wegen Beckmann. 3 von 10 wegen Schwanzrap. Und hoch wegen 4. Und wir haben ja Jenny auch noch dabei, beziehungsweise Keule und 257 das mit Jenny in einer Person. Also haben wir doch nochmal die 5 rausgeholt. Nö, ich würde sagen, ist anscheinend, also ist immer noch solide. Es ist von der Bewertung her, knüpft jetzt nicht irgendwie nach ganz oben an, aber ist trotzdem insgesamt ein Ding, was man sich geben kann, so. Ne? Und man darf nicht vergessen, das war alles im Jahr 2011, 12. Ich finde es auf jeden Fall cool. Mich hat es in jedem Falle amüsiert.